So, jetzt wird er verschwunden sein. Oder? Oh, Türchen. Gruft. Schade, irgendjemand beobachtet uns. Ja, dieser Ort ist der reinste Albtraum. Merkt das, ich bin nicht verrückt geworden, aber da hat sich was bewegt. Ja, das hat es, aber es scheint irgendwie nicht so ganz böse zu sein. Familie und der Prinz oder König ist gestorben. So würde ich das zumindest jetzt mal interpretieren. Das ist wahrscheinlich. Wow. Lecker. Dadurch. Und das heißt, wir müssen hier irgendwie das Rätsel lösen. Schön schnell. Oh, sehr schön. Und es rangekommen. Oh. Mehr war da nicht. Sehr schön. Neue Schieferentstehung. Hab mich schon gefragt, wo das bleibt. Ausrüstung. Wo ist es denn? Ski. Ist Steo. Ah, da ist es. Asthma. Nee, Asthma kriegst du das. Ihr könnt mir ja mal eure Interpretation der Bilder reinschreiben. Würde mich mal interessieren, was ihr da so zu denkt zu diesen Bildern. Ich würde ja meinen...
Ja, ist glaube ich im Kreis. Berg Chiavo. Ich würde gerne nochmal einen Speicherpunkt nehmen. So. Wow. Also, wer die Treppen hochgestiegen ist, der ist danach fit. Ihr solltet nicht hier sein. Verschwindet! Oh, Grommels. Das sind keine Grommets. Das sind Kinder. Dann ihr ängstliches Kind. Doch geht die Disziplin. Kopfgeldjäger-Disziplin? Oh! Eoma! Niki! Das war mal ein richtig geiler Kampf. Spiralkorsett, das bringt Defense. Der hat 20, hätte 154, 158, 158, 192, 172. Das kriegst dann du. Ein bisschen mehr Defense brauchst du. Du hast die wenigste. Wenn es nur minimal weniger ist als alle anderen. Aber du hast die geringste. Sehr schön. Weggebrezelt. Quellzitrone. Oh, ein Horn. Ein Berghorn. Und zack, bist du unter Schneelawine. Begraben. Gucken wir mal, was uns hier erwartet. Der wurde böse? Oder sind das... Hä? Sehr merkwürdig.
können spüren, wie der Berg atmet. Sein Eisighaus kommt direkt aus seinem Inneren. Wir sollten vorsichtig sein. Was uns dort oben erwartet, ist kälter als kalt. Die Brücke ist kaputt. Wir müssen einen anderen Weg finden. Warum müssen in solchen Geschichten eigentlich immer Brücken kaputt sein? Da ist jemand auf der anderen Seite. Das Atmen geht meinen feinen Ohren nicht. Mein Gehör ist zwar nicht so ausgeprägt wie das eines Shakes, aber mir ist ebenfalls nicht entgangen, dass wir beobachtet werden. Guck mal, ja. Wer es gerne lesen möchte, gerne. Hält euch keiner auf. Da ist ein Spinni. Wackelt das Bild, wenn du da Treppen runterläufst. Da ist nix. Hier geht's nicht irgendwie gar nicht lang. Hier kannst du nur den Tod springen. Wow, das könnte weh tun. Mit den ganzen Kindern, okay. Mit vielen Kindern, okay. Herausforderung gescheitert. So drei Wachen. Da ist noch was Nettes. Ist eigentlich ein Weg irgendwie hoch? Habe ich den gesehen? Oh. Glücklich mit den Kindern. So, jetzt muss ich noch mal ganz kurz darum gehen. Ich weiß. Gibt's da eine Leiter? Hier ist so viel Spielzeug auch. Wenn ihr mal guckt, da ist wäre ein Plüschtier gewesen. Gerade dieser riesen Teddybär oder was das ist. So scheine ich jetzt erstmal noch nicht ranzukommen da hoch. Ja, da drüben irgendwo dann lang zu gehen. Naja, gucken wir mal. Schauen wir mal, was uns erwartet. Jetzt gehen wir vorsichtig hier rein. Ja, auch so viel riesiges Spielzeug. Schön. Den haben wir ordentlich verprügelt. So. Spiralkorsett. So, Ausrüstung. Wer ist der Nächste? 178. Na, du hattest ja schon eins. 178, 192, dann kriegt das mal Shadow.
nix. Vor ihm. Also richtig klarkommen, dann komme ich damit noch nicht, was da abgeht. Ich will die Tür offen haben hier. Hebel oder Schalter oder sowas gesehen? Wenn ja, lasst mich mal wissen. Bis jetzt sehe ich nämlich keinen. Dann bleibt uns erstmal nichts anderes über, als weiterzugehen. Wir sind allein. So schrecklich allein. Das ist, was der Berg flüstert. All diese Lichter da oben. Das ist eine ganze Horde von Wesen mit Fackeln. Sie beobachten uns. Wir laufen geradewegs an den Falle. Glaubt mir. Was haben wir denn jetzt noch für Ausrüstung bekommen? Ein wärmendes Stirnband. Hier mit den Techniken bei dir, welche ist denn das? Ah, XA. Zieht den Gegner an. Hier irgendwie erlauben. Hey, was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los hier? Bin ich außerhalb des Kampffeldes? Das ist ja ein interessanter Bug. Dafür müsst ihr eigentlich Sonderlob kriegen. Dafür müsst ihr ja extra Lob kriegen. Eisbrücke? Nee, kein Gegner mal. Thank you.
wahrscheinlich nicht drauf geachtet. Sind das eigentlich für Schlitten hier, die hier runterkommen? Sehr, sehr strange. Obere Ende haben wir langsam erreicht hier. So, hier müssen wir mal gucken, ob hier noch irgendwas versteckt ist. Können wir ja. Ah, guckt mal hier. Portal. Oh mein Gott. 40 Minios. Adrianisches Törtchen. Was haben wir denn hier? Wasserski. Vielleicht sollte ich das Artefakt berühren. Charaktere? Team? Du bist doch Mr. Wasserski hier. Okay. Die Ski-Affinität ist zu schwach. Okay, gut zu wissen. Dich nehmen wir trotzdem erstmal wieder raus, Poki. Ich dann doch lieber mit den anderen drei spiele die Kämpfe sich besser. Vogelscheuchen? Das war also das Licht, das wir unten gesehen haben. Hier ist alles nur eine einzige Täuschung. Gefühlt schon.
Okay. Das sieht auch sehr merkwürdig aus. Ja, ja, fangen wir es mit dem Weg hier. Sonst bleibt gerade nicht über. Seidenslipper, was haben wir denn da bekommen? Oh ja, du kannst die gebrauchen, du brauchst definitiv mehr Vitalität. Vergiftet? Um die Kinder zu beschützen, okay. Zumindest könnte das so klingen. Kommt zumindest ein Gefühl drüber. Hier können wir noch ganz runter. Okay. Ausrüstung schnell wechseln. Das ist nur die für Kämpfe im Schnee und Eis im Wind entwickelt wurde. What? Vitalität minus 200? Naja, das hier ist ein, finde ich, ein guter Kompromiss. Ach, Askel. Cool. Was haben wir denn hier? Und dann sind die Kinder weggerannt. Es war so einsam. Ihr Sohn ist anscheinend gestorben oder was auch immer. So eine Art könnte man es interpretieren. Dann ist ihr Gatte verrückt geworden. Würde ich das jetzt mal interpretieren? Und am Ende hat sie dann Kinder gefunden, die sie gern hatte? Schon entführt, könnte man auch sagen. Ja, seht ihr die großen Riesenfußstapfen? Ja. Sind welche? Da sind welche.